Diesmal geht es darum, wir wollen eine App deinstallieren von unserem Smartphone oder Tablet. Wie können wir das machen? Einmal gibt es ja die App Einstellungen, darüber können wir löschen. Dann gibt es diese zweite Möglichkeit, die hier erklärt wird, und zwar über Google Play Store. Wie gelangen wir dorthin? Wir gehen also einmal auf den Grundeinstellung, dass wir unser Display sehen, und hier haben wir dann einmal unsere App hier, die Google Play Store heißt, hier unten diese App hier, und da tippen wir einmal drauf, dann öffnet sich der Play Store von Google. Und hier können wir unter anderem ja auch Apps und Spiele herunterladen und können auch sehen, welche Apps wir auf unserem Smartphone haben. Hier auf diesem Smartphone habe ich also diese unter diesem Konto diese Apps drauf und da gehe ich dann einmal auf Apps und also meine Apps und Spiele auf diesen Eintrag hier oben ziemlich an zweiter Stelle. Meine Apps und Spiele. Da gehe ich drauf und dann sehe ich jetzt sämtliche Apps, die zu diesem Smartphone gehören, also die auf diesem Smartphone drauf sind. So, da habe ich einmal zuallererst die Apps, die ich aktualisieren sollte, wird mir vorgeschlagen. Darum geht es aber jetzt nicht. Ich schaue jetzt also einmal auf die installierten Apps und da sind hier oben die zuletzt aktualisierten aufgeführt. Darum geht es auch nicht, sondern es geht jetzt um die alphabetisch geordneten Apps, die jetzt hier folgen unter aktuell. Also unter aktuell sind alle alphabetisch sortiert und ich möchte einmal eine App löschen, die nennt sich Firefox. Also F wie Firefox, A, B, C, D, E, F, das müsste ja dann hier schon sein. Warum finde ich sie hier nicht? Wahrscheinlich ist das unter Mozilla Firefox. Da schaue ich einmal. KLM auch nicht, aber ich habe sie doch hier drauf. Das ist ja jetzt eine Sache. Das ist ja jetzt einmal unerklärlich. Wo liegt der Fehler? Ich müsste ja das Symbol sehen mit dem da, Internetbrowser. So ist es ja. Also es sortiert unter Internetbrowser, I wie Internetbrowser, H, I. So, in der alphabetischen Folge Internetbrowser. Firefox, hier ist er also drauf. So, das Besondere an dieser Möglichkeit, über Google Play Store zu löschen, ist die Möglichkeit, ich kann mir vorher anschauen, was ich denn da lösche. Wenn ich jetzt also einmal drauf gehe auf die App, die ich löschen möchte, dann tippe ich hier einmal drauf auf das Symbol und dann bekomme ich das so angezeigt, als wenn ich mich auf Google Play Store eingewählt habe, das habe ich auch gemacht und hier ist noch einmal die App erklärt und ich könnte jetzt hier noch einmal nachlesen, ob das auch wirklich die App ist, um der es geht. So, das wäre also hier die App, die könnte ich jetzt also einmal entweder öffnen oder deinstallieren und darum geht es. Ich möchte diese App deinstallieren. Da tippe ich jetzt einmal drauf und dann stellte mir eine Sicherheitsabfrage, möchten Sie diese App deinstallieren? Und ich sage einmal OK, indem ich da auf OK tippe. Jetzt steht hier oben, wird deinstalliert. So, das dauert etwas, die App ist ziemlich groß und die App ist auch in dem Arbeitsspeicherteil von der SD-Karte ausgelagert, weil das so groß ist, aber das wird von Google Play Store auch mitgelöscht, dieser Teil von der App, der auf der externen SD-Karte ausgelagert ist, der Teil von dieser App. So, jetzt dauert das eine Zeit, bis diese App deinstalliert wird. So, jetzt erscheint gleich die Anzeige installieren und sobald diese Anzeige da ist, weiß ich, aha, diese App wurde deinstalliert, denn ich könnte sie jetzt wieder neu installieren. So,
Ich habe jetzt die Ansicht installieren, so genauso, als wenn ich ganz das erste Mal auf diese Seite gehen würde von Google Play Store und würde mir eine App aussuchen, die ich installieren möchte. So, diese App ist jetzt also hier nicht mehr drauf. Zur Sicherheit kann ich noch einmal hier mit der Pfeil-Zurück-Taste hier unten am Gerät oder aber hier oben hier an dieser Stelle hier, wo der Pfeil zurück ist, auch da kann ich drauf gehen und sehe dann wieder eine Übersicht von sämtlichen Apps, die auf diesem Gerät sind. Und jetzt dürfte nach dem Buchstaben I nicht mehr der Internetbrowser sein hier. Das sehen wir jetzt hier also nach H für J und I für Internet, Mozilla, Firefox, das ist nicht mehr da, diese App. Das wollte ich Ihnen damit zeigen. Also damit ist das Video Löschen einer App über Google Play Store erledigt. Vielen Dank, bis zum nächsten Video.